kann nur in die Hose gehen. Wir versuchen es trotzdem. Es kam überraschend. Wenn ich den ganzen Weg und den ganzen Dialog nochmal machen müssen. Den Dialog wahrscheinlich sowieso nicht, aber... Schaffen wir es ja. Ich weiß, ja. Ich glaube nicht. Die Elektrosachen sind stark. Na komm. Ich werde hier vermöbelt. Au, Kacke. Mach's alle. Ich hab gesagt, mach's alle. Oh Mann. Mal schon, wie lange wir hier noch durchhalten. Die Hälfte haben wir schon. Das kann ja nur schief gehen. Wasser-Pokémon gegen Feuer-Pokémon, ey. Das war sowas von klar. Das Pokémon Center. Ach, verdammt. Oh Gott. Und der ganze Weg nochmal. Aber wir haben doch jetzt hier die Tür geöffnet und das müsste doch jetzt machbar sein. Das war hier. Ja, sehr schön. Diese Abkürzung nehmen. Ist es gar nicht mehr so weit. Hello, how am I going to go shopping if they won't let us in the Obsidian Mart? Da haben wir auch mal geredet. Da werden wir. Ich werde mal schnell ins Pokémon Center. Damit ich nicht verloren gehe hier. Nicht noch mal den ganzen Weg stopfen muss. Hier. Ah, der ganze Dialog hier noch mal. Im Ernst. Wir kennen sie schon. Im Ernst noch mal das ganze Ding hier. Spielen wir es nochmal durch. Diesmal mit geheiltem Team. So besiegen wir unseren Rivalen erneut. War nicht ganz so effektiv, aber okay. Es ist eine Defensivattacke ein. Attack Mist. Was? Okay. Ich denke von Anfang aus von Anfang an nutzen können. Schwächst nach vorn. Okay, das war klar. Ich sitze auf den auf Schleimock. Auf Slimer. Wow, Double Slap. It's two times. Wer hätte es gedacht? Mist, oh Scheiße. Ja, wenigstens ein bisschen was.
Ich setze mir die anderen Pokémon ein. Ach oh. Es bringt nicht viel, die anderen Pokémon im Team. Aber ja. Bleibt wieder nur ein Modio und dann Juni hin. Aber der Rest hat Vorarbeit geleistet. Flugattacken hat es irgendwie. Ja, hat. Sehr schön. Es hat aufgehört zu regnen. Nee, hat's nicht. Es wird heller. Geht besser als mit dem Feuer gucken, Pokémon, ob das Wasser Pokémon. Uha, hält aber auch nicht viel aus. Na komm. Ice Wind, oh nein. Geliefert. Wie nehmen wir wohl? Elektrowasser war doch effektiv, oder? Feigling. Das ist ein Effekt. Feigling. Und Tränke schafft das nie. Ich muss mit Tränke besorgen gehen. Gibt's hier irgendwas? Oh, verdammt. Hier dran haben wir keine Wirkung. Ich hätte das verdammt. Komm. Ich muss hier. Muss Modi ansetzen, nicht das dann wieder mit Modi ging, das was noch nicht ist. Das wird doch nichts. Nein, nicht Scratch! Was machst du denn? Oh Mann, das war dumm. Ja, wen soll ich vorher einsetzen? Das wird uns erbärmlich. Konnte doch nur noch in die Hose gehen. Die ganze Scheiße nochmal. Nicht den Weg, aber den Dialog und so. Okay, ist die Arena zerbombt worden? Haben wir irgendwo Pokémon Center hier? Siehst zwar, die Stadt ist eine Geisterstadt, aber. Und Pokémon sind haben wir hier nicht. Ich habe wahrscheinlich auch gar kein Geld mehr. Ja, Money. No, nun was taktischer Krieger einsetzen, dann können wir es hinkriegen vielleicht. Und versuchen es werde ich hier noch mal rein. Einmal speichern. Here we go again. Das noch fünfmal sehen, dann ich weiß doch nicht. Hätte man doch einen kleinen Save-Raum machen können, dass das dann damit ankommen kann, die nur ansprechen muss. Ah, du, da bist du wieder. Du musst uns kämpfen. Das ist ein bisschen lästig hier. Das haben wir wieder zu wiederholen. Gehen wir mal ein bisschen taktischer vor. Getat auch ein bisschen was. Vergönnen wir das nicht mit den anderen, die eh nicht funktioniert haben. Und dann tun die hier. So können wir es schaffen. Na komm. Was zum Anker. Auf einmal uneffektiv. So, unser Luft-Pokémon wird hier nichts bringen.
Angriffe sind so stark, wo es nur der 17 Pokémon ist. Gast. Das war klar, damit habe ich gerechnet. So, mal schauen, ob er wieder abholt. Das Elektro-Pokémon kommt. Keiner kommt mehr. Das würde nichts bringen. Sehr schön. Und das Wasser-Pokémon da unten. Level 22 für Juni. Oh verdammt. Nein. Nicht abhauen. Aber Modi einsetzen. Verdammt, wie schnell Kritiker. Wie stark war das denn? Das Ding steht ihn auch gerade. Oh fuck. Okay, versuch es mal mit ihr. Sehr schön. Das letzte Pokémon. Auf geht's. Level 18. Sludge. 6500. Okay. Hier. Weg damit. Ja, komm, was haben wir hier? Nidorino. Wird das hier nicht viel. Versuch's trotzdem. Oh, hält aber ein bisschen was aus. Komm. Schon mal was bringt nicht viel. Ich kann vorgesorgt werden. Und Double Slap flugt öfters. Sehr schön. Komm halt noch raus. Verdammt. Immerhin. Body. Jetzt allein. Was hier wird. Ja gut, so viel dazu. Na komm, jetzt muss Yumi das rocken. Level 22, na. Mal schauen, wie die Gegengift aushält. Na komm. Oha. Na komm, na komm, na komm. Ah. Okay, sehr schön. Ihr schafft's. Alle guten Dinge sind drei. Und du warst das vierte Mal, ich glaube, das dritte Mal war's. Sehr schön. Pretty Boy Kane. Well, well, this adventure is heating up. I know you said you started fresh, but I didn't actually expect Proprio to be on the losing side. Mermax, full of surprise and in all the right ways. That said, I really got a run. There's a couple things back in the wastelands that I gotta take care of, or they are gonna come back to bite me. I'll get Poplio healed up and see you guys out later. Thanks for the quality time, Max. Ich wollte um das haben, warum kriegt der das?
I believe that Poppio will be in good hands. But I wonder where it even came from. Regardless, lots of Pokemon have been suffering with the lake the way it is. I've made it my personal mission to make sure as many of them as possible are safe, until the water can be cleaned up. Oh, right, you were looking for me for something, weren't you? I totally got distracted and left Greenie hanging. I was chasing some reports of a team meteor agent in the area. His name is Borealis. I don't suppose you've seen anyone like that. That would be too lucky. I think the trail's gone cold by now anyway. Bruno sent you after me. For this wait. Tim. Oh, cut! Ah, this is genau deswegen sind wir ja hier. Weil sie jetzt cut für uns. Dann können wir jetzt damit die ganzen Bäume zersägen. Ich brauche dringend Heil-Items. So wird es nix. Katz, so weg kein Katz. Ja, wem bringen wir es wohl bei? Hier unsere Pflanzen-Pokémon. So, hier. So, erstmal ab ins Pokémon Center und dann ab zurück. Ufer Zerschneider ansetzen. Und in den Wald vorausgehen. Vorandringen im Abenteuer. Da, wo wir erstmal aufgehalten wurden, kann es jetzt weitergehen. Was haben wir denn hier? Spoink! Spike Flat. Okay. Sehr schade. Hätten wir einen Spike jetzt fangen können. Das wäre gar nicht verkehrt gewesen. Hätte ich nichts gegen gehabt. Hätte sogar überlegt, das mit ins Team zu nehmen. Spike ist ja dieses Pokémon, das wo ein Pokémon-Pokédex. Oh. Nein, da will ich nicht rein. Im Pokédex steht, dass wenn sein Perle verliert, aufhört zu leben. Dass dann sein Herz stehen bleibt. Was ziemlich brutal ist. Das Team nochmal hier gehört, damit das Ziel gespeichert wird. Und da geht's gleich weiter. Oder auch jetzt. Auf geht's. The speaker understands that you have successfully obtained the machine for cuts. Let us proceed when ready. Okay, sie ist jetzt auch hier. Sehr schön. Die entwickelt sich auch noch irgendwann zu der großen Sonnenblume. Ich hoffe, die entwickelt sich überhaupt zu der Sonnenblume. Das war bisher nur eine Annahme, die ich noch nicht geprüft habe. Ich denke, ich werde da wohl richtig liegen. Jetzt kann ich jetzt so Büsche zerschneiden. Das ist sehr schön. Okay, können wir jetzt durch. Was zeigst du denn hier? Change for an old man who's lost his home and has nowhere to go in this full storm. Scheinbar nicht. Sauf, ob sie dir wart. Ein Salon. Wir gehen wir später nochmal lang. Okay, oder machen wir erstmal hier den Kampf. Bevor wir da oben lang gehen. Jetzt können wir es auch für den nächsten Part aufheben. Komm. Zerteile den Fisch.
Karate. Und da ist der Fisch rasiert. Zitat mit Sven Mammus. Seismitos. Okay, Fahrzeug, klingt interessant. Das ist sehr interessant. Wow, wir haben die Welt. Dafür ist es gar nicht so effektiv. Dass wir einmal um die Welt geschleudert haben. Das war doch Pandir, wenn ich den Namen richtig habe. Oder? Ja. Pandir, ja, so ziemlich. Wächst nicht das. Mami, wer are you? Ein kleines Kind. Das kleine Kind auf der offenen Straße. Ach, hier sind wir jetzt. Sehr schön. Komm jetzt lang. Ja, die Entsammlung würde ich sagen. Willkommen, du Glamazonias Feinst. Unfortunately, we haven't quite been to Glamour's lately. Sales have been on the decline. Everyone wants to go to that dreaded Century 7. What is it? The service, the price. I must know you. Check out the other saloon. Find out what they do better than us and report back here. Don't ask why, just go do it. Das ist, klingt nach Industriespionage. Say Trainer. You looking to get through for trimmed up. We offer through for grooming at a special rate here. Feel free to bring one in at any time. Ja, geht nicht. Well, hey, the darling gesagt. May you do have some gorgeous Pokemon. However, I could make one even better for just 2000 dollars. Ich weiß es, woran es liegt, eure Preise. In dem anderen Salon kostet es dann 10 Cent. Wir haben so 2000, da kostet es dann. Okay, die Bäume sind alle wieder da. Mühsam zerschnitten habe. Das ist das andere. Nein, das ist nicht. Das ist der andere Salon, oder? Abel. Die alle sind nicht würdig, die sind nicht Abel. Das war was anderes. 1500 haben die hier im Angebot. Ich habe das Geld nicht. Das sind die Preise sind billiger. Aber leicht billiger. So machen wir mal Industriespionage. Gehen wir darüber. Machen wir am nächsten Part hier weiter. Wettbewerbsverzerrung, Yahoo. You, what do you find out? It's the products, the stuff.
They only charge 2,500. Well, that's obviously it. We'll undersell them and make a comeback. Thank you, as token of your appreciation, feel free to take one of Thomas's signature mascot Pokemon. They make great pets and great advertising. What? Oh no, nothing. Have a good day. Okay, Katzen-Pokémon. Yumi 2. Ja, wir können hier noch. Ich hoffe, es wird so geschrieben. Und warten wir mal zu den Player zu List. Ja, wenn nicht, dann tauschen wir es gleich. Okay, wir tauschen mal aus. Prof, der Razzaf, das könnte ein starkes Pokémon werden. Ja, Crowdy, hier will ich noch trainieren, das ganze Pokémon. Aber Gift-Pokémon, sehr schön hier, eigentlich ist das Team schon sehr gut. Eigentlich eher nicht. Auch mit dir, ne, auf der Box. Wie man das Pokémon zusammen nehmen, um mir das Pokémon mal anzugucken. Wie erstmal das Team so trainieren. Das dann gibt eigentlich kein. Das Katzen-Pokémon ist eigentlich jetzt nicht so. Das ist nicht der Typ, der uns fehlt. Vielleicht, wenn es jetzt ein Wasser-Pokémon wäre, würde ich sagen, ja, könnte man mal überlegen. Aber eigentlich sind wir mit. Also, unser Tütox könnte ich mir vorstellen. Normal-Pokémon ist jetzt nicht wirklich, ja. Was ist das für Attacken? Hypnosis, ja, nehmen wir lieber Mankey im Team. Und so ein Werbegeschenk. Ja, muss jetzt auch nicht sein. Was wir als Lohn für unsere Spionage bekommen haben. Also dann würde ich mal sagen, zack. Und rein geht's dann wahrscheinlich im nächsten Part. Einmal speichern hier. Ja. Ganz genau. Ich würde sagen, glaube ich, nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Glocke aktivieren. Wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Part. Haut rein. Da geht's hier rein. Ciao.